Sir, das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was? Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Sie diesem Birdie, was er will. Finden Sie 47, egal wie. Part 2. Birdies Gift. Der guckt aber auch immer grimmig, der 47. Scheint wohl kein so leichtes Leben gehabt zu haben. Aber es ist halt 47. Der hat sicherlich nie leicht. Oh, die Klassiker. Die sind unvergreiflich. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Oke hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Und Pause. Ein herzliches Willkommen zurück bei Janno Daddelt mit mir, dem Janno, und mit dem Spiel Hitman Absolution. Hauptrolle Agent 47 und ich muss jetzt, wie es aussieht, einen kleinen Schießwettbewerb gegen ein Mädchen machen. Gegen ein Mädchen. Das sollte im Grunde kein Problem sein, ne? Na gut. Wenn man bedenkt, dass ich spiele, ist es vielleicht doch ein Problem, weil ohne mich wäre 47 sicherlich Adlerauge Gottes, aber mit mir ist er einfach auf einem Auge blöd und doof. Aber das wird sich gleich noch weiter herausstellen. Jetzt müssen wir aber erstmal, denke ich mal, C3PO folgen hier. Also, weiter geht's. Zum Schießstand. Nein, ich war nicht mit deiner Schwester zusammen. Das wüsste ich. So, einen Silverballers holen. So, und nu? Hallo, hallo. Da kommen wir gleich zu. Gute Frau. Zu Ihnen muss ich doch sicherlich, oder? Nee, denn halt nicht. Oh. Oh, hey, Sie Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Das werde ich tun. Wenn ich bei dir bin, werde ich mich mal ordentlich austoben. Fräulein, Fräulein. Na gut, dann suche ich mir meine Kanone aus. Was haben wir denn hier also, so? Haben Sie auch Schrotmatronen? Oh, was bist du denn für einer? Du siehst ein bisschen... Hey, weißt du was? Fick dich. Hörst du mich? Fick dich. Arschloch. Zu fein zum Grüßen? Glaubst wohl, du bist hier der Larry, hey, wa? Mann, die sind ja alle sehr freundlich. Ist ja echt sehr nett. Na gut, dann schnappen wir uns mal. Wie viel Schuss habe ich überhaupt drin? 8 Schuss. Und hier haben wir
10 Schuss, das ist besser. Die nehme ich jetzt. Sagen, sind sie was Besonderes. Ja. Oder nehme ich die? Ist die gleiche, oder? Genau so ist es. Keine Ahnung, ist das die gleiche? Hat genauso viel Schuss. Ich nehme die hier. Die sieht cooler aus. Ich sehe mich noch ein bisschen um. So, dann gehen wir es an. Ich mach dich fertig, Mädchen. Chancen hast du keine. Na doch, du hast alle Chancen der Welt, sind wir mal ganz ehrlich. So, wo kommt denn das erste? Und zack. Zweite. Zack. Siehst du, das war ein Körpertreffer. Ich müsste mehr Kopfschüsse, glaube ich, machen. Die geben mehr Punkte. Aber ich bin schnell. Ganz, ganz schnell. Naja, Scharfschütze würde ich mich nicht betiteln. Ich komme schon klar. So. So, teilen wir besser. Kopfschüsse aus, aber... Mist, das habe ich nicht mehr gekriegt. Oh, ich glaube, das wird nichts mit den... mit dem Sieg, weil... Oh, die hat 471 Punkte. Wie soll ich das denn bitte schaffen in der kurzen Zeit? Das ist ja gestört, sind wir mal ganz ehrlich. So, jetzt aber. Komm, hier. Hier. Den kriegen wir auch noch. Zack. Naja, dann haben wir schon mal 3 Kopfschüsse und 1 Bauchschuss. Das ist ja schon mal besser als nichts. Im Grunde ist das nichts. Ja, ich bin Revolverheld total. Oh, da oben ist einer. Den hätte ich fast... Oh, verdammt. Hätte ich fast übersehen. Na, können wir hier mit... schnell zielen? Nee, verdammt. Da haben wir leider nur einen. Mist. Nee, das wird nichts mehr. Nicht in dieser Zeit. Mist, da hätte ich einen Kopfschuss machen können. Auf bewegliche Ziele habe ich es nicht so mit Kopfschüssen. Aber hier, das können wir schaffen. Na, oder auch nicht. Ah, doch, gerade noch so erwischt. Na, den kriege ich. Da war das Nachladen schlecht. So, hier, Hammer. So, wo sind die nächsten? Hätte ich fast wieder übersehen. So, nochmal versuchen mit Schnellschuss. Na, da kriege ich wieder nur 2 und 1 Bauchschuss. Naja, Volltreffer kann man das jetzt nicht nennen. So, den kriege ich aber mit Kopf. Na, wunderbar. Nee, in der Zeit schaffe ich das nicht mehr. Das kann ich, glaube ich, abhaken. Ja, super. So, jetzt wäre es noch super, wenn ich das hinkriegen würde. Nee, das wird nichts mehr. Verdammt, knappes Ding. Warum versuchen Sie es nicht nochmal mit einer anderen Waffe? Ich will nicht, Fräulein. Ich schaue mich jetzt mal ein bisschen im Laden um. Hi, Oppi. Und hier übrigens, den habe ich vorhin schon gesehen. Darf ich bekannt machen? Der cholerische, aber sympathische Lynch aus Kane und Lynch 1 und 2 ist ein netter Zeitgenosse. So, aber jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rankomme an die guten Stücke. Darum schaue ich mich mal jetzt ein bisschen im Laden um. Weil es gibt sicherlich noch einen anderen Weg als diese... Hey, schon gehört? Als diesen Wettbewerb zu machen. Scheiße. Es war so schön ruhig hier ohne den Schwachkopf. Ja, aber was will man machen? Ihm eine Schrotflinte in den Arsch stecken und ihm das Hirn wegblasen? Oder wir rammen ihm ein Stierhorn in seinen kleinen Arsch. Ja, ja, aber das würde dem Wichser vermutlich noch gefallen. Um wen geht's denn hier? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Haben die über Lynch gesprochen? Es würde mich nicht wundern. So, hier kann ich rein. Versuche ich auch mal glatt. So, hier im Raum scheint auch niemand zu sein. Aber ein Tresor. Tresor ist gut. Tresor ist immer gut. So, will hier jetzt auch keiner rein? Nee, hier bin ich erstmal unter mich. So, für den Safe braucht man einen Kombinationsschlüssel. Der Besitzer muss ihn haben oder hat ihn irgendwo versteckt. Ja, wo könnte er einen Schlüssel versteckt haben, Freunde? Nee, sicher nicht. Kann ich hier irgendwas? Nee, hier ist auch nichts weiter.
Na gut. Hier kann ich nichts machen. Nee. Okay, hier können wir nochmal schön rausgucken, weil hier sieht uns gerade niemand. Der Schießstand aus dem Zimmer heraus ist völlig unwichtig. Feindliches Gebiet, kommt jetzt jemand? Dann krabbel ich mal wieder zurück. Weil hier scheint der Schlüssel nicht zu sein. Zumindest wurde mir nichts angezeigt. Gut, dann versuchen wir es mal woanders. Der Laden ist ja noch größer, ne? Also schauen wir weiter. So, lauter Bullen hier. Ja, macht zwar nicht viel her, aber wenn du sie in der Hand hältst, das ist wie, Sex. Sex in den Händen. Ich meine, also nicht mit den eigenen. Was? Okay. Sex mit den Händen. So, hier komme ich jetzt aber nirgendwo hin. Was ist das da hinten? Da liegt was. Oh, gut. Der Kollege ist abgelenkt. Hi. So, und jetzt ganz leise schleichen. Hi. Eine Schlüsselkarte. Ich würde gerne eine Waffe kaufen. Klingt gut. Nehme ich dann mit. Sind Sie hier ja genau richtig. So, und was ist hier? So, hier ist gerade niemand. Oh Gott. Kommt hier jemand her? Nein. Feindliches Gebiet. So, hier haben wir hier diese dicke Kanone von dem Mädel. Mit diesem tuffigen Griff. Ist nett. Irgendwer ist hier. Ich schau mal ums Eck. Hier ist doch gerade irgendeiner gewesen, oder? Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner rein. Das wäre ärgerlich. Nee, aber hier scheint keiner reinzukommen. Gut, dann gehe ich. Gehe jetzt quasi hier hoch und schau mal, was hier ist. Feindliches Gebiet. Ist hier irgendwer? Ne, hier ist keiner. Könnte ich mich hier verstecken? Nee. Ah, der Opa ist da unten. Sehr schön. Hat aber schöne Kalender, sehe ich gerade. Hier rechts in der Ecke? Nett. So, gibt's hier irgendetwas, was mich interessieren würde? Munition, Angro. Nee, aber sonst, wie es aussieht, nichts von Interesse. Gut, dann gehen wir mal raus. Hier können wir nach unten, dann schauen wir auch mal nach unten. So, ist hier was? Nee, hier ist nur Abstellkammer quasi für den ganzen Kladderadatsch. Aber hier geht's auch nach unten. So, wo können wir hier lang? Metallrohr brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Aber wer weiß, was noch kommt. Oh, oh nee, hier sieht man mich. Hier kann ich also schon mal nicht lang. Das fällt flach. Na gut, wo kann ich denn hin? Was ist hier? Oh, guckste. Aufschließen. Hier komme ich doch bestimmt mit der Schlüsselkarte rein. Hallo. So, Benzinkanister. Kann ich hier irgendwas anzünden? Beweis. Beweis für was? Ach, Video. Ach, das gibt mir ordentlich Instinkt. Instinkt ist schon mal sehr gut. So, nicht, dass hier jetzt plötzlich irgendeiner ums Eck kommt. Gott, wer haust denn hier? Ist ja furchtbar. Oh Gott, was ist das denn? Die Ultramax. Na, das ist ja mal ein Geschoss. Freunde, damit könnten wir ein ganzes Dorf auslöschen, glaube ich. Aber das ist nicht die Sache des Hitmans. Der Hitman ist friedlich. Notizbuch. Sie haben die Kombination für den Tresor? Oh, das wäre ja ganz hervorragend. Ja, das wäre super. So, was haben wir hier noch? Nee, hier ist, glaube ich, nur der Schießstand. Ja, da muss ich ja jetzt nicht nochmal hin. So, ich gehe mal in Kauerstellung. Nee, hier ist mir dazu gefährlich. Hier werde ich doch bestimmt abgeschossen. Was haben wir hier? Die Caso TRG. Scharfschützengewehr. Brauche ich nicht. Ich brauche kein Gewehr. Ich mache das alles lautlos, Freunde. Oh, scheiße. Opa ist da oben.